Zack. So. Ja, ich sehe ja. Schau mal. Sie soll, ja, soll auch schlafen gehen. So, jetzt soll der eigentlich linke Seite zuweisen an. Quatsch. Linke Seite zuweisen. Und rechte Seite zuweisen. So. Dann bleibt auch alles beim Alten. So, schauen wir mal. Aua, knack. Eieieiei. Verwenden. Jetzt könnten wir ja wirklich Tuning-Teile kaufen. Und die ganze Hütte tunen. Weil ja jetzt erstmal nichts mehr, gebaut wird, huh? Oder weil hier jetzt erstmal nichts mehr macht, der Spiegel. Warte mal, das gefällt mir nicht. Könnte ich die zwei vielleicht tauschen? So, die zwei mal tauschen. So. So ein bisschen tauschen. So. Herrenhausbau. Oh, 70.000 ist unsere Hütte wert? Krass, 70 Riesen. Gut, wir haben auch wirklich viel jetzt hat dekoriert und gebaut und umgebaut und gemacht. Muss ich wirklich mal sagen. Habe ich das Klo richtig rum hingestellt? Ja, habe ich. So, brauchst du irgendwas? Programmieren abgeschlossen? Ich denke, du könntest mal ein bisschen Sport treiben, denke ich mal. Kannst du mal ein bisschen Sport treiben? Ich glaube, ich habe ein bisschen zugelegt, ha? Sieht man das irgendwo? Ich glaube, ich habe ein bisschen zugelegt, nämlich. Da kann er ruhig mal ein bisschen sportlich sein. Ja, geh du mal aufs Klo. Und jetzt auch hier Reste nehmen. So. Ja, ich glaube, wir haben ein bisschen zugelegt. Ich war ein bisschen oft am Computer geguckt. So, kannst du mal hier gehen? Warte mal. Mehr bestellen. Tuningteile kaufen. Und zwar gewöhnliches Tuningteil. Wir kaufen uns mal. Davon kaufen wir uns mal 10. Davon kaufen wir uns mal 10. Für Sanitäranlagen kaufen wir uns mal 10. Wir kaufen uns mal so richtig schön überall mal so 10 Tuningteile. Das sind 2500. Es ist jetzt nicht so viel. So, verbessern. Beschichtet das Gehäuse. So, jetzt verbessern wir mal das halbe Haus. Erstmal fangen wir mal in der Küche an. Sie ist schon wieder komplett sportlich aktiv. Gegner studieren. Ja, warte, pass auf. Mehr Auswahl. Web. Gegner studieren. Was musst du noch machen für deinen Job heute? Ja. Aber höchster Wurf bringt immer noch ein bisschen Zeug. So. Wir verbessern einmal jetzt mal so einen Schwung durch. Ich glaube, jetzt können wir hier eher erstmal nichts verbessern. Aber hier können wir verbessern. Robuste Armaturen. Ich würde echt mal so ein bisschen die Hütte durch verbessern. Er hat ja heute eh danach Selbstreinigung und danach automatischer Seifenspender. So, er hat schön aufgeräumt. So. Verbesserung fertig. Da verbessert er direkt weiter. Du hast deine Gegner fertig studiert, oder? Ja, hast du. 130 ist immer noch nichts dafür, dass sie echt ein Sportsuperstar ist. Das ist eigentlich. Ist das gar nichts, oder? Selbstsicher, ja. Summer muss in einer Stunde in die Arbeit. Irgendwas ist im Kühlschrank schlecht. Getränk holen. Wo kommt der Kaffee her? Beruhigender Kamillentee. Geh mal duschen. Noch ein Getränk? Hör auf. Wenn der nicht gut ist, dann machen doch nicht.
Verbessern? Ah, da brauche ich höhere Qualität. Verbessern? Innenbeschichtung? Drei gewöhnliche Tuningteile. Okay, also ich glaube, so drei Teile zu kaufen ist nicht viel. Was hat er denn jetzt noch im Inventar? Ah, nö. Da hatte er hat noch genug im Inventar. Stufe 7. Wärmesensor. Nice. Verbessern wir wirklich mal so ein bisschen die Küche durch. Und Zipsreinigung. So. Er hat eh zu Hause, er hat alles, was er braucht. Er muss nichts drin programmieren mehr oder sonst irgendwas. Verbessern wir die Küche durch. Unkaputtbar machen. So. Aber warte mal. Machen wir gleich. Verdorbenes Essen aussortieren. Ah, Summer ist zu Hause. Mach mal. Abendessen servieren. Bunt Barsch in der Pfanne. Oh, du kommst nicht zum Herd. Er bastelt gerade am Herd rum. Dann geh erstmal duschen. Komm, erstmal duschen. Jetzt halt ist er fertig. Und Barsch. Weiter kochen. So. Er schläft. Gericht nehmen, nicht schlafen. Schon wieder er. Ist das eine Nervensäge? So. Du mal den Buntbarsch. Weglegen. So. So, ihr zwei. Mal wieder. Dürft ihr auch mal. So, und jetzt könnt ihr danach schön schlafen. Hoffe ich, dass ihr schlafen geht. Ja, ihr schl... Nein, du sollst auch schlafen. Du darfst auch schlafen. So. So. Ja, Programmieren abgeschlossen, wie gesagt. Er hat alles fertig. Er hat ist alles gemacht. Sie ist wach. Ja, komm. Gleich mal verwenden. Ja, Essen brauchst du auch nicht. Gegner studieren. Also bei ihr ist es echt schwer, muss ich sagen. Da überhaupt irgendwas richtig nach oben zu kriegen, muss ich... Ernsthaft? So, verbessern. Das ist komplett verbessert. Und kaputtbar machen. Ja, dann gehst du an den anderen Rechner. Mehr Auswahl, Web, Gegner studieren. Wir haben doch zwei. So, wie gesagt, er geht dann irgendwann in die Arbeit. Muss in einer Stunde der Arbeit sein, ja. Da haben wir noch Zeit. Aber er hat echt ein bisschen zugelegt. Er muss mal ein bisschen Sport wieder machen. Müssen wir mal wieder ein bisschen. So, ab in die Arbeit mit dir. Ach, das verändert auch immer den Wert, wenn das Zeug besser wird. Dann die kam wieder. Nice. So, hast du abgeschlossen? Du bist schon abgeschlossen damit. Nice. Du hast ein bisschen Hunger. Komm. So. Die Putzfee kommt auch gleich. Da kommt sie schon, räumt schon auf. 42, das ist voll teuer. Grüner Tee. Qualität schlecht. Was kann man an dem Tee falsch machen? Mal so. Ernsthaft?
Ah, guck mal. Schön dekorierte Wohnung. Ja, die kann sich ein bisschen austoben. Was er machen? Ja, was er machen will. Was will sie machen? Sport will sie natürlich machen. Bist du heute zu Hause? Du bist heute sogar zu Hause. Ja, mach, was du willst. Er ist angespannt. Liebe ist toll. Ja, aber warum denn schon wieder? Ihr habt doch gerade heute Nacht erst... Ja. So. Sie kann sich austoben, was sie ein bisschen machen will. Bei ihm ist es halt echt cool, dass er so 3 freie Tage in der Woche hat. Da hast du alle Zeit der Welt fürs Programmieren. Beschämt. Bei der Arbeit, manchmal können nicht anders als seinen Kollegen gespött zu machen. Oh nö. Sich selbst Zuspruch geben. Ja. Kannst du mal in Teilen recyceln? Nee, nee. Reparieren. Hast du noch genug Tuning-Teile? Teile für die Küche? Warte. Bestellung. Tuning-Teile kaufen. Ich kaufe jetzt einfach da nochmal. Ich kaufe jetzt einfach hier überall 20. Ist ja egal. Wir haben genug Geld. Muss ich wirklich sagen. Und wir verdienen auch genug Geld. Und wenn unser Gebäude ziemlich getuned ist, ist ja auch nice. Das waren mal 5 Riesen. Also nichts Dramatisches. Aber kannst du programmieren? Weiter an deinem Videospiel programmieren, weil du brauchst es für die Arbeit morgen. Gott, Travis ist nervig. Ist der nervig, der Travis. Ich habe gedacht, ich habe die Zeit hochgestellt. Habe ich gar nicht. So. Programmiert der noch? Hat die Frau wieder abgelenkt. Kochen Band 2. Okay, das war langweilig. Also kochen. Jetzt ist es doch wieder glücklich. Lesen. Kochen Band 2. Ja, guck mal, da lernst du sogar was. Ich hätte es gleich abbrechen sollen. Du, wie schaut's bei dir aus? Du hast Hunger, ha? Huh? Bist du fertig mit? Ja, das ist fertig. Dann verwenden. Reste nehmen und duschen. Sie lernt doch ein bisschen kochen. Sie ist ja wirklich unsere Köchin, kann man ja wirklich sagen. Die kocht die Dame. Auf die Idee kommt er nicht mal. So. So. Wieso bist du jetzt gelangweilt? Eine Lektüre etwas niedrigen Fähigkeitslevel. Aber du hast doch den gekriegt. Hast du das Band 3? Wir hatten das Band 3 im Inventar. Gar keiner. Du musst es irgendwo da drin liegen. Kunst durchsuchen. Ich gucke mal die Küche jetzt weiter hier. Das ist fertig. Da ist auch nichts mehr zum Verbessern. Geschmacksverstärkung. Verstärken wir mal die Mikrowelle weiter. Und Selbstreinigung. So. Und dann ist weiter und kaputt machen. Verstärken wir mal nach und nach alles. Na, geh schlafen. Das dauert immer doch trotzdem so lang. Hat auf der Couch gepennt. So. Ich habe noch nie wirklich auf der Couch gepennt. So absichtlich, einfach mal so. Du kannst auch schlafen gehen.
So, Mikrowelle ist auch abgegradet. Eigentlich alles schön abgegradet. So. Kriegen wir nach und nach doch die Küche durch. Ist ja schon mal nice. Er ist wach. Ihm fehlt nichts. Verbessern. Und weiter unkaputtbar machen, bitte. Und verbessern. Reinigungstempo erhöhen. So, sollen wir mal die zwei Verbesserungen da reinschmeißen? Die ist auch wach. Gegnerstudien ist abgeschlossen. Jetzt muss ich ein bisschen arbeiten gehen gleich. Er hat ja heute seinen freien Tag wieder. Voll nice. Der hat oft nur freien Tag. Aber die verdienen halt alle auch nur Geld, wenn sie arbeiten gehen. Was jetzt aber nicht so dramatisch ist. 6 Stunden und 200 noch irgendwas. Das sind ja auch 1200. Und danach geh einmal Reste nehmen. Ja, du kannst gerade nicht an Geschirrspüler, das ist mir klar. Wieder Tantiemen, höchster Wurf, 9 Dollar. Travis. So. Was hast du? Ja, komm. Du kannst auch mal hier. Ja, oder unterhalte ich mit deinem Mann? Ja. Die ganze Zeit ist sie am Sport machen. Ohne Mist. Die ganze Zeit. So, verwenden. Und dann verbessern. Leiser laufend machen. Das geht auch noch. So, können wir hier noch was verbessern? Nö. Können wir an dem Mixer was verbessern? Nicht klebenden Topf hinzufügen. Tee-Ei hinzufügen. Selbstreinigung hinzufügen. Mhm. Dann machen wir das doch. Selbstreinigung würde ich erstmal machen. Machen wir erstmal die Selbstreinigung rein. Es geht aber schnell. Weniger Kleberei bedeutet auch weniger Putzerei. Ja, komm. Ja gut, ja, das Ding hat eine Selbstreinigung gekriegt. Also soll es eigentlich egal sein. Schauen wir mal, wann Summer endlich mal ein bisschen so. Verbessern. Tee-Ei können wir auch noch hinzufügen. Die Medien battlen um ein Interview, aber Summer möchte sich einfach nur Spiel aufwärmen. Sie sollte auf den Platz gehen und ein paar... Nein, trainieren. Sämtliche Verbesserungen schon wieder fertig. Hast du noch Zeug im Inventar zum Verbessern? Ja, du hast noch genug. Also, verbessern. Verstärkte Tür. Seltener kaputt geht. Ja, können wir machen. Die Tür verstärken. Leistungsverschlechterung klein. Also in der Sportlerkarriere ist es echt schwierig, irgendwas hinzubekommen. Was fehlt hier? Stahlkühlschrank. Achso, da ist schon... Was? Auffrischer. Frische Zutaten ergeben eine bessere Mahlzeit. Okay, machen wir auch noch. Er braucht ein bisschen Sozialding. Er muss jetzt dann auch erstmal seine Freundin ein bisschen aufmuntern oder seine Frau, wenn sie nach Hause kommt. Schlecht. Die Medien haben sie halt wieder. Schlimm mit denen. Einfach schlimm mit denen. So. Und ja, sie ist auch ein bisschen. Ja, die Leistung. Da können wir nichts mehr verbessern. Kannst du jemanden plaudern mit? Komm, Travis. Wir quatschen mal ein bisschen. Damit du auch mal ein bisschen glücklich bist. So. Die haben eigentlich... Die Küche ist jetzt so verbessert. Ging schneller als erwartet. Verbessern.
Bus der Armaturen. Ja, machen wir hier weiter. Einmal alles. Alles, was geht. Fertig? Selbstreinigung. Da ist jemand nach Hause gekommen. Ich möchte aber jetzt erstmal duschen gehen. So. War das gerade so schlimm? Sanft küssen. Romantik. Shabini. Wound fix Shyama. Massage anbieten. Nukem oder? Galang. Yamsa Brita. Verführerisch flüstern. Belarga Zakuni. Die Muskeln würde ich ihr nicht zeigen, die hat mehr als du. Flirten. Kompliment übers Aussehen machen. So. Sie geht einfach. Und du kannst schlafen. So. Du musst bestimmt wieder, ja, natürlich, den Gegner studieren. Also sie hochzukriegen ist echt schwierig. Ernsthaft? Die Sportkarriere ist nicht easy, finde ich. Die Technikkarriere so tsk, 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 tsk. Nebenbei. Hast du wieder aufgehört? Nee, hast du nicht. Hört nicht auch immer gern auf, den Gegner zu studieren. So, komm, gleich hast du es. So, Tagesaufgabe, zack. Kannst du schlafen gehen. So. Er ist gleich fertig. Die Küche ist halt einfach mal fertig. So. Ja, geh ja essen. So, duschen. Du musst heute arbeiten. Warte. Kannst aber noch hier automatischer Seifenspender. Das geht auch noch. Kannst auch noch ranschmeißen. Vor allem Fähigkeitsstufe 9 schon. So, du hast Hunger. Oh. Frühstück servieren. Joghurt. Ja, komm. So, das ist jetzt auch voll fertig verbessert, gell? Gibt's auch nichts mehr. Duschen. Du hast nur Hunger. Genau, setz dich mal zu ihr. Verbessern. Pulsierende Wasserstromregulierung verbessern. Eingangs schneller zu duschen. Selbstreinige. Also ich würde erstmal sagen, Selbstreinigung. Oh, und er hat echt ein bisschen zugenommen. Sieht man. Da muss jemand in einer Stunde in der Arbeit sein. Ja, ein bisschen Sport könnt ihr auch gut tun. Ich mobb mich selbst. So, du musst auch gleich in der Arbeit sein? Ja. Ja gut, du hast auch noch Zeit. So. Welche Qualität hat er diesmal? Normal. Earl Grey. Was kann man an einem Tee falsch machen? Sehr inspiriert. Ach, wegen den Tee und alles. Krass. Krass. 14 Uhr, sie hatten auch noch ein bisschen Zeit. Ich muss tatsächlich sagen, sie verdient mehr Geld als wir, weil sie öfter essen, arbeiten geht als wir, denke ich. Ich gehe nicht so oft arbeiten.
Wo ist die Tür hin? War die Tür auf einmal weg? Hast du es gesehen? So, erst zu Hause. Erst konzentriert. Was hat er? Was hat er hier? Braucht einen freien Tag. Ja, Summer war bei Trainingszeiten vor dem großen Spiel ziemlich müde. Gehen wir einfach spielen. Trainer Bescheid geben. Befördert zum Dotcom-Pionier. Ah! Guck mal, jetzt haben wir ernsthaft mal wieder ein bisschen was, wo wir sagen können. Achso, warte mal. Kannst du das mal bitte weglegen? Zuvor, bevor du trainierst. Nicht, dass es noch verdirbt. So, jetzt haben wir mal ernsthaft wieder was, wo wir ein bisschen weitermachen können bei ihm. So, Rede üben, habe ich gehört. Leistungsverbesserung klein. Ordnet eine Tiefenmassage. Fühlt sich großartig. Er bringt folgende. Nice. Nein. Travis nicht schon wieder. Nicht schon wieder, Travis. So. Der gibt komische Geräusche. Wir geben komische Geräusche von sich, während ich einen Faden gezogen habe. So. Hi. Na du? Er hat Hunger. Reste nehmen. Ich glaube, er nimmt sich aber trotzdem mal dem nächsten Tag Urlaub. 10 bis 16. $400. Krass. Ah ja, auch Reste nehmen. Zack. Du, nicht zweimal. Egal, jetzt hast du es zweimal genommen. Dann können wir das wieder weglegen. Gegner studieren. Wann kriegt sie denn mal eine Beförderung? Also er verdient jetzt echt viel Geld. Über $400 die Stunde ist... Da geht's ab. Aber tatsächlich, ich hätte jetzt nicht mehr wirklich irgendwas zum Bauen. Das Häuschen ist jetzt schön groß. Gut, das Bad ist ein bisschen klein, aber... Vielleicht ziehen wir mal um auf ein größeres Grundstück noch. So ein bisschen Garten könnten wir halt noch machen. Aber das ist hier zum Beispiel echt schon ziemlich am Wand dran oder am Rand dran. Du hast genug deine Gegner studiert. Du kannst schlafen. Obwohl er auf der falschen Bettseite liegt. Naja, Abwechslung kann auch mal sein. So, er ist ja heute eigentlich... Er arbeitet nur noch 3 Tage. Ja, dann ist 400 nicht gar nicht so viel. Tatsächlich. Wenn du nur 3 Tage arbeitet. Muss man ehrlich sagen. Rede üben. Also ich würde mal sagen, wir können immer noch aufsteigen. Ob man dann einen Beruf machen kann? Einen zweiten Beruf? Der nimmt sich auf jeden Fall mal einen Tag Urlaub, habe ich gehört. Ja, er braucht einfach mal ein bisschen Urlaub wieder. So, wie geht's dir? Gegner studieren ist abgeschlossen. Du kannst dich schön ausschlafen, würde ich sagen. Wieso hast du Spaß? Ja gut, wer weiß, was du träumst. Ja, da braucht sie halt noch. Braucht er noch ein bisschen? Ja, er gibt einfach komische Geräusche von sich. Aber eigentlich müsste ich ja sogar weniger jetzt verdienen. Ich habe zwar das doppelte Geld, aber arbeite wieder. Ja gut, 1 Tag weniger. Komm. Die geht halt erstmal direkt wieder an Sportgerät. Früh aufstehen.
So. Tag verschönern. Wange streicheln. Zuneigung ausdrücken. Da gehen sie immer angeln, hä? Huh? Die gehen oft angeln. Hm, flirten. Massage anbieten. Hey, stopp, lauf nicht weg, wir sind noch nicht fertig. Was gibt's denn noch ein bisschen? Wo ist denn das extrem verliebte Küssen? Das ist verdorben. So. Unwohl, weil Hunger. Nee, weil dreckig. So. Kannst auch noch was essen. Was kam denn jetzt wieder? Ach, wieder die Tantiemen. Hey, Olle. Hi. Ja, du bist unwohl, weil es dreckig ist. Ja, dann belad mal die Schiffsmaschine. Ja. So, dann ist nicht mehr dreckig. Wie geht's dir? Was hast du ein bisschen? Du willst Spaß haben. Ja, dann zock halt eine Runde. Spiel spielen, irgendwas. So, du bist zufrieden eigentlich? Du bräuchtest ja noch ein bisschen Charisma. Dann kannst du noch ein bisschen aufsteigen. Und das machen wir auch. Bam! Und dann auf einmal ein riesiger Werwolf. Ein riesiger Werwolf! Du glaubst gar nicht, was für große Zähne der hatte. Ja, richtig scharfe Zähne. Aber ich hatte kein Problem. Ich habe einfach meine Brechstange genommen. Ja, du wirst lachen, die Brechstange. Quer über den Kopf gezogen. Ja. Und schon. Oh Gott. Olli, alles fit bei dir? Warum geht denn die Leistung auf durchschnittlich runter? Sama muss in einer Stunde in der Arbeit sein. Ja, kriegen wir hin. Nein, nicht schon wieder. Nein. Jetzt habe ich gedacht, ist er endlich verheiratet. Ja, auch ganz gut. Also, auch wieder ganz gut alles. Ich freue mich, dass ich nächste Woche, also morgen endlich mal wieder arbeiten gehen darf. Muss ich ehrlich sagen, freue ich mich wirklich mal drauf. Hoffentlich wird sie mal befördert jetzt. Er nimmt dann Montag Urlaub. So. Da muss ich mal schauen. Ich glaube, ich habe noch vieles nicht verbessert. Du kannst genug Geschichten erzählt. Geh erstmal aufs Klo. So. Epische Geschichte erzählen. Erzähl eine epische Geschichte. Damit. Ja. Wie hoch geht denn das? Weil wir gehen nur noch 3 Tage arbeiten. Kriegen echt Geld. So. Nice. Damit bist du fertig. Das ist fertig verbessert. Dusche? Verbessern wir hier noch? Massagedüsen. Erstmal die Massagedüsen. Da hat er Spaß dabei anscheinend. Der ist schon wieder müde? Dann mach mal ein Nickerchen. Nickerchen. So, Nickerchen machen. Ich habe gestern mal die Sims aufgemacht. Ich habe die Sims schon ewig und 3 Tage und habe mir gedacht, wirklich. Ich wusste gestern nicht, was ich spiele. Da habe ich mir gedacht, komm, jetzt zockst du mal Sims 4, weil die letzten Sims waren die 2er, die ich gezockt habe, wirklich. Und irgendwie hatte ich schon echt Bock. Sag mal. Das ist ja perfekt, da kann sie direkt duschen gehen. So. Du verbesserst mal das Klo und machst eine Selbstreinigung. So. Du darfst dich wieder austoben. Ja, wobei, du musst.
Du bist mal wertvollste Spielerin. Sie ist ja mal befördert worden. Auf maximieren, okay. Sie ist endlich mal wertvollste Spielerin. 242 die Stunde. Er ist Zocker. Programmierer. Ich glaube, da hätte ich sie vielleicht doch als Koch lassen sollen, aber... Du hast Hunger? Ich glaube, deine Frau kocht gerade. Dann machen wir das verdorbene Essen weg. Ja. Zack. Ja, schau. Warum sitzt ihr denn so weit auseinander? Kannst du das weiter essen? Sie ist immer am Sport treiben. Sie muss nicht aufs Klo. Er muss nicht aufs Klo, also verbessern. Oh, was fehlt denn? Habe ich keine Tuning-Teile mehr? Oh ja. Also bestellen wir. Wir brauchen neue Tuning-Teile. Bestellung, Tuning-Teile kaufen. Und zwar gewöhnliche. Mal wieder 20, ja? Ja, das Restliche ist noch da. Das sind Küchenteile. Ja, bam. Verbessern. Ja. Bam. Verbessern wir das noch. So. Du bist müde. Du kannst schlafen. Wobei ich überlege, ob du dir mal... Morgen musst du arbeiten. In 2 Tagen erst zur Arbeit wieder? Achso, weil es schon nur nach 0 Uhr ist. Du gehst auch schlafen. Ja. Du bist ja auch schon müde. Er gönnt sich auf jeden Fall heute mal einen Tag Urlaub. Weil er ja gesagt hat, ihm geht's nicht so gut. Oder er ist ein bisschen ausgelaugt von der Arbeit. Dann gönnen wir ihm natürlich auch die Arbeit. Verwenden. So. Und du hast ja eh noch 2 Tage bis zur Arbeit, also voll in Ordnung. Epische Geschichte. Du brauchst Charisma. Duschen. So. Wegwerfen. Ui. Wieso kann man den Müll nicht leeren? Wieso können wir den Müll nicht leeren? Ach so, brauchen wir da draußen eine große Mülltonne oder sowas? Ich habe vorhin eine Mülltonne gesehen, warte mal. Müll? So eine? Ich stelle die jetzt einfach mal dahin. Oder so eine? Auf der... Mal so eine Mülltonne? Ja, guck mal, jetzt kann ich den Müll auch leeren. Ah, guck mal. Du hast Hunger. Ja, dann geh Reste nehmen. Du hast doch bestimmt Hunger. Quatsch. Verbessern? Überragende Spülung. Beziehungsweise, stopp. Bevor du das machst. Du rufst an. In der Arbeit. Arbeit, Urlaubstag nehmen. Jetzt kannst du verbessern. So. Der hat jetzt Urlaub. Rein theoretisch. Also noch 8 Tage, genau. Rechnungen. Das ist jetzt interessant. 2000. Rechnungsinfo anzeigen.
Grundsteuer? Strom. Überschüssigen Strom automatisch verkaufen. Speichern. Wie kann man denn Strom produzieren? Minus 3, minus 1. Jetzt verkaufen. Aha. Interessant. Also wirklich interessant. Verbessern? Auch fertig verbessert. Jetzt haben wir nur noch das Bett. Massagefunktion, Matratzenhärte. Komm, mach mal das Bett. Verbessern. So. So. Aber er muss mal quatschen wieder mit jemandem. Und sie hat Hunger. Die Reste nehmen. So. Setz dich einfach mal mit ihr hin und quatsch mal mit deiner Frau. Ein bisschen. So. Wange streicheln. So. Leidenschaftlich küssen. Da, ich hab's vorhin gesucht. Liebe erklären. Sanft küssen. Nicht weglaufen. Nein, nicht weglaufen. Noch setze ich einfach mit ihr hin. Emotionalen Aura aktivieren. Unglaubliche Geschichte erzählen. Komm. Könnt ihr mal ein bisschen quatschen wieder miteinander. Der Fernseher hat keine gute Auflösung. So, an seinem freien Tag. Jetzt habe ich 2000. 2400 ist schon viel. So. Sollen Sie mal ein bisschen quatschen? Sie ist verspielt. Gerade. Das ist wieder neuer. Seelenverwandte, Ehegatte, verknallt. Ja, aber der Dicke muss mal langsam ein bisschen wieder Sport, der muss mal echt ein bisschen Sport treiben. Aber wir machen jetzt erstmal hier noch die Massagefunktion rein. So, mal langsam alles wieder noch zu Ende tunen. Schlafzimmer ist ja nicht viel zum Tunen. Tatsächlich. Bett Upgrade, nice. Was können wir hier? Also hier können wir das nicht ab. Ich glaube nur einen Fernseher können wir upgraden, oder? Programmieren. Weiter am Videospiel programmieren. Wer ist er? Geh mal aufs Klo. Ach, bist du von. Wärst du von alleine? Du. Ist der kaputt? Ist kaputt? Wie ist denn das Ding kaputt gegangen? Warte mal, du brauchst noch ein bisschen, du brauchst noch immer noch Charisma. Krass. Du programmierst weiter an deinem Videospiel. Für deine Tagesaufgabe auch. Du hast Hunger. So. Ess erstmal was. Dann kannst du mal das Ding hier reparieren. Du. Nice. Ja, geh mal aufs Klo. Und programmieren. Weiter am Videospiel. Dann gehst du morgen mal arbeiten. Dann hast du eh schon wieder 2 Tage frei. Eieiei. Wollen wir ihr auch mal einen Tag Urlaub gönnen? Sie hat ja keine Gegner studiert, nichts.
Urlaubstag nehmen. Kannst ja auch mal einen Tag Urlaub nehmen. Sie geht echt viel arbeiten, ey. Wirklich viel arbeiten für gar nicht so viel Geld. Hör mal auf. Dann nimm dir einen Tag Urlaub und dann gehst du schlafen. So. Du bist auch ziemlich weit, aber du gehst jetzt auch schlafen. Und er geht morgen dann mal in die Arbeit wieder. Ja, gut, wieder. Wir haben jetzt einen Tag Urlaub genommen. Zwei Tage die Woche arbeiten? Kann man machen. So. Da ist jemand wach. Ach, wie glücklich sie ist. So. Du hast einen Tag Urlaub genommen, also Geschichte erzählen und du bist soweit eigentlich in Ordnung. Du hast deine Tagesaufgaben fertig. Wollen wir mal. In Teile recyceln. Komm, wir machen mal den Fernseher ein bisschen besser. Gleich explodiert er. Pass auf, gleich explodiert der Fernseher. Also zumindest würde er bei mir explodieren, wenn ich sowas mache. Haben wir alles verbessert, was wir haben. Bis aufs Büro. Da kann man nichts verbessern. Nur halt die zwei PCs. So. Wenn er es fertig verbessert hat, soll er auch was essen. So. Fans upgraded. Eine Stunde muss er in der Arbeit sein. Das kriegen wir hin. Soll er was essen bis dahin? So. Kannst du mal aufs Klo gehen. Tantiemen wieder. Höchster Wurf. Geht tatsächlich vom Preis her wieder ein bisschen hoch. Ey, da musst du echt viel machen. So, er ist in der Arbeit. Sie hat einen Tag Urlaub. Sie übertreibt überhaupt nicht. Charisma 8. Also weiter. Zack. Geschichte erzählen. Heute hat sie ja eh einen Tag Urlaub. Naja, passt doch. So. Mal anders hinsetzen. Und morgen musst du arbeiten. Ja. So. Glücklich, weil ausgefallene Seife. Bin ich am Upgrade? Kann sein. Glücklich, weil Glücksgefühl. Fröhliches, achso. Weil sie ein fröhlicher Mensch ist. Ja. So. Jetzt müsstest du doch endlich mal auf Ding kriegen hier. Ja, Spaß hast du keinen, gerade. Kannst du aber gleich machen. Gleich kannst ein bisschen zocken gehen. Gleich, das muss noch fertig kriegen hier. Zieh noch durch, durchziehen. Durchziehen. Alter, 2-4 ist fein. Hast du alles? Du hast alles. Programmieren. Weiter am Spiel programmieren. So. Ist ja schon fast fertig. Du kannst aufhören. So. So. Du hast Hunger. Eieiei. Aber dass das Soziale bei dir gerade runtergeht, wundert mich. Wer bimmelt? Ach komm, Travis, du darfst auch mal wieder vorbeikommen. Ja. Ja, du kennst dich ja aus. Du hast hier eine Zeit lang gewohnt. Komm einfach hier hin. Kompliment machen. Ein bisschen quatschen.
Wie schaut's aus? Programmieren ist abgeschlossen. Ja. Videospiel ist fertig. Die Soms 3, so. Da haben wir 1, 2, 3 gemacht, so. Keine Ahnung, mir fällt sonst nichts ein. Zusammen kochen mit ihr. So, was kochen wir denn? Spaghetti. Kann ich? Warte mal, stopp. Zum Kochen versammeln. Zusammen kochen mit ihr. Kann ich nicht hier irgendwo eine große Portion machen? Okay. Ich glaube, das ist automatisch eine große Portion. Komm, genug gequatscht. Jetzt wird zusammen gekocht. Genug gequatscht. Oder auch nicht. Was? Ah, stimmt, ich habe morgen wieder Geburtstag. Du gehst jetzt mal aufs Klo. Hast du nicht gerade was gegessen? Ach, sie hatten sich einen Tee gemacht. Du gehst aufs Klo und danach schlafen. Setz davon mal. Du trinkst gerade einen Tee, das ist auch sehr, sehr, sehr intelligent. Nee, nicht so. Nein. Weglegen. Noch ein Tee. Oh. Ja, du musst aufs Klo. Das ist mir klar, wenn du einen Tee nach dem anderen reinkippst. Schlafen. Ein Tee nach dem anderen, hey. Wo ist eigentlich Travis wieder hin? So. Da haben sie wieder das Zusammenkochen als Erinnerung reingekriegt. Das ist alles fertig. Du hast heute sowieso wieder einen Vereintag, also. Bam. Tuning. So, du musst wieder arbeiten, gell? Ja, du hast heute wieder einen Arbeitstag. Du hast jetzt aber schon einen Tag Ding gehabt. Pass mal auf. Du studierst jetzt mal deine Gegner. Also, nee, du gehst erst essen. Reste nehmen. Und dann studierst du die Gegner. Ja, also die Karriere läuft, hä? Huh? Die Karriere läuft bei den beiden. Das Haus ist schön groß mittlerweile. Echt ein schönes Haus. Aber noch nicht ganz per so. Geht nicht, gibt's nicht. Maximal. Maximale Fähigkeit, nice. Wenn das fertig mit dem Test-Ding ist, können wir gleich Snacks reinschmeißen. Oh, du hast an sich sehr ziemlich viele Fähigkeiten auf Maximum, gell? Wo ist es denn? Geschicklichkeit jetzt und Programmieren auf 10. Verbessern? Bessere Ansatzteile. Einzelteile. Und dann musst du echt mal... Ich habe gehört, das machst du. Und zwar... kochen? Welche Torte hätte ich denn gern? Erdbeertorte. Was ist denn hier? Ein blaues Konfettikuchen. Ja! Ja! Mach mal einen Kuchen. Kann jemand einen Bericht? Ist gar nicht viel Geld leider, muss man ehrlich sagen. So. Da habe ich heute schon wieder Geburtstag. Aber hatten wir das letzte Mal nicht zwei Tage auseinander? Die Torte muss in der Mitte eines Tisches oder einer Theke sich befinden. Wie?
Geburtstagskerzen hinzufügen. Sich etwas wünschen. Weißt du, letztes Mal habe ich einen Geburtstag vergessen. Er ist älter geworden. Was? Aha, Umino. Ich bin alt und grau. Bin ich so schnell schon gealtert? Aber wo steht denn das? Belohnungsstore. Schlafersatz. Blitzputzer. Stets willkommen. Wachsam. Insta-schlank. Blitzleser. Frühaufsteher. Mentor. Na, Jugend. Jo, ja, hier. Jugendtrank. Ja. Bam, kaufen wir mal. Der ist jetzt in deinem Inventar, oder? Trinken. Ich will nicht älter werden. Hat das was gebracht? Nicht wirklich. Wo steht denn das, wie alt wir sind? Das sind die Beziehungen. Da ist es. Alter, ich bin auf einmal alt. Ja, Senior. Anzahl gelebter Tage. Ich bin jetzt schon Senior? Warum bin ich denn jetzt schon Senior? Ach nö. Bin ich jetzt schon alt, hey. Ich glaube, wir machen Nachwuchs. Weißt du, sie wird ja auch bald älter. Summer muss in einer Stunde der Arbeit sein. Du hast ja wieder frei. Verbessern? Ach, ist schon. Verbessern? Gewöhnliches Tuning-Teil. Ich glaube, ich habe keine gewöhnlichen Tuning-Teile mehr. Tuning-Teile kaufen. Kaufen wir gleich mal wieder 20. Bam. Ich habe irgendwie das Gefühl, als ob ich Nachwuchs brauche. So ein bisschen. So ein Erbe. Sehr energiegeladen. Trinkt die Frau gerade einen Kaffee nach dem anderen? Ich glaube echt, ich brauche ein bisschen Nachwuchs. Weil wenn wir jetzt schon Senioren sind... verbessern. So, dann fehlt nur noch der hintere Laptop. Nee, jetzt tun wir ein bisschen weg. Was denn? Alles gut. Alles gut, was hast du denn? Warum denn so zickig? Gerade. Hast du dir wehgetan? Nichts? Was ist los? Was ist los? Was ist los? Was ist los? Kleine Zicke. Jetzt bist du aber im Bild. Gehst du bitte mal? Ich sehe nichts. Du hast Hunger. Unwohl, du fühlst dich unwohl. Schmerzen von der Arbeit, okay. Ja.
Jetzt muss ich über OBS spielen, weil ich habe eine Katze gerade voll im Bild. Meet. Ah, Mist. Ich habe vergessen, den Kuchen wegzuräumen. Meet, jetzt er kam. Meet. Steht sie da und schleicht. Zum Computersystem, um kurz zu sagen, es ist nicht gut. Kannst du uns helfen? Was? Dass alle das Passwort Ständchen haben, kannst du uns... Was? Hä? Das verstehe ich gerade gar nicht. Also verstehe ich gerade echt nicht. Könnt ihr noch ein Baby machen? Ja. Das macht ihr morgen gleich, habe ich gehört. Schlafen. Hat er gerade einen Job angenommen? Programmieren-Job? Kann das sein? Dass er da gerade was gemacht hat? So, sie ist fit. Sie muss aber... guck mal, sie hat heute sowieso frei. Energiegeladenes Training. So. So, dir geht's soweit gut? Ist auf Hygiene. Dann gehst du mal duschen. Und du... ihr macht jetzt ein Baby. So, wir brauchen ja, habe ich gehört. Keine Ahnung, ob das geklappt hat. Gleich nochmal. Wir gehen auf Nummer sicher. Wir gehen auf Nummer sicher. Wir brauchen einen Erben. Ich werde nämlich alt. Alex B. findet wegen Verausgabung sein Ende. Was? 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 Gefährlich müde. Was? Nein! Mit verhandeln. Was? So, so. Sehr traurig. Komm schon. Das war's mit mir? Zuckerschädelgabe bringen. Verbindung zu der physischen Welt stärken. Geist ins Jenseits entlassen. RIP. Zerstören. Grob vorstellen. Nein! Sehr traurig. Witwe. Oh, Mist. Die Arme. Hey, sag mal, ich habe das Gefühl, dass etwas Neues und Spannendes ausprobieren sollte. Wie? Ich, warte mal, ich rufe vom Jenseits aus an? Ich rufe vom Jenseits aus an. Komm rein, Travis. Um Rat bitten.
Der Großverdiener ist weg. Eins einheizen. Wegen Ableben, trösten. Kann ich mich nochmal erstellen und mit reinziehen wieder? Mal so rein theoretisch die Frage. Oh, die Arme. Vor allem, sie hat ja heute auch Geburtstag. Krass, aber. Ah ne, heute hat sie nicht Geburtstag. Morgen hat sie Geburtstag. Was? Was ist denn hier? Warum hätte ich denn da schon wieder Geburtstag gehabt? Ich speichere mal. Ich will mal Just for Fun ausprobieren. Vielleicht kann ich mich ewig leben lassen. Dass ich mich mal selbst nochmal erstelle. Zack. Zurück zum Hauptmenü. Speichern und verlassen. Und ich hier mit einziehe wieder. Mal so, just for fun. Also wenn ich jetzt auf neues Spiel drücke, bin ich hier wieder da. Komm, der schaut doch halbwegs passend aus. Warm? Ja. Suna, Pimep Suna. Ah, Benaya. Alle Paz, Moya. Ja, so. So, ich will wieder Vermögen. Bam, Baron. Aktivitäten. Kochen mag ich. Programmieren mag ich. Videospiele mag ich. Arbin. Conqueror. Ja, keine Ahnung. Musik. Yuzu. Machen wir so. Winterzauber auf keinen Fall. Muselige Musik. Farben, schwarz, weiß, grau. Jetzt machen wir noch ein paar Aktivitäten rein. Conqueror. So. Ja, komm, Fitness könnten wir auch mal reinschmeißen. Die restlichen lassen wir mal offen. Was haben wir hier? Merkmale. Romantisch, Genie. Und unberechenbar, Vielfraß, ne? Faul, ehrgeizig, Einzelgänger, eifersüchtig. Ich will nur mal schauen, ob ich mich da mit jetzt Just for Fun mit rein erstellen kann. Ordentlich. Okay. Dann ich bin ganz schlecht in Sims erstellen. Deswegen mache ich eigentlich nur Klamotten oder so Zeug. Können wir vielleicht einfach mal keinen Hut machen. So, kein Hut. Die Haare müssen wir auf jeden Fall ändern. Die passen nicht. So. Haare. Ja. Zack. Mal just for fun. Ich will es wirklich mal testen, ob ich mich... Nee. Ja, schon eher. Passt so ein bisschen. Drei Tage Bart. Die Augenbrauen? Können wir da mal so halbwegs normale reinmachen? Guck doch nicht immer böse. Ja, irgendwie sowas.
Augenfarbe. So halb, so. Ja, ist. Hä? Grün, hab ich ja nicht. So, Mütze haben wir keine. Accessoires haben wir auch keine. Make-up haben wir keins. Okay, dann geht's an die Klamotten. Vorgefertigte Looks? Nein. Simstagram. So. Fangen wir mal mit den Tops an. So. Schlafend. Zack. Nee. Nee. So, aber vielleicht auch so grau. Zack. Der schaut gut aus. Hose machen wir gleich. Zack. Winter. So, Hose. Hab ich einfach einen Löffel abgegeben, hey. Ja. Ja doch, mach mal so. Oder? Gibt's das so ein bisschen stoffig? Nee. Ja, komm. Zack. Passt. 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 So. Sport. Ja, komm. Nice. So ein bisschen Jeans-Style. Jeans-mäßig. So. Schuhe. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen passende Schuhe für den Sommer. So. Graue Pantoffeln. Ja, da lassen wir auch die Schuhe. Ja. Ja. Die vielleicht so. Bam. Gut. Ehrlich? Ich würde sagen, ich bin fertig. So, ach so. Einfach mal probieren. So. Mal schauen, ob ich da jetzt wieder mit einziehen kann, rein theoretisch. So testmäßig. Wäre interessant. Okay. Da steht einfach nur okay. Ich will es mal probieren. Nein, das Haus ist nicht da. Wir gehen mal hier hin auf den Speicherstand. Müsste ich nicht rein theoretisch trotzdem irgendwo eine Familie erstellen können? Neuen Haushalt einziehen oder erstellen? Genau. Kann ich... Warte mal. Haushalt speichern. Warte mal, Ich geh mal zurück. Erstelle ein Sims...
verlassen, dass ich meinen Erstellten von gerade eben Hauptmenü zurück zum Hauptmenü, nicht speichern, da rein. Oh, Spiel laden. Das hier. Lade ich mal den da. Den hier würde ich gerne mal für mich irgendwo abspeichern gerade. Den Haushalt hier. Aber wie geht denn das? Kann ich den irgendwie? Galerie öffnen? Ihn hier. Ihn würde ich gern Nee. Ich glaube, es geht nicht, oder? Da muss ich mich leider nochmal erstellen. Ist ja jetzt nicht schwer. So, Spiel laden. Nehmen wir den da. Ach, da bin ich einfach gestorben, weil ich mich überanstrengt habe beim Baby machen. So? Vielleicht kann ich ihn hier auch aus der Galerie ziehen. Ah, guck mal. Verbinden? Ach so. Speichern. Yep. Ist ja soweit erstellt. Kann ich ihn bestätigen? Einziehen. Option. Ja. Zack. So, dann. Da muss ich mich nicht 5000 Mal erstellen. Ich lebe weiter. Oh, sie ist traurig. Freundlich. Kennenlernen. Wegen Ableben trösten. So. Bin ja wieder ich. Freundlich. Nach Tag fragen. Einfach so. Just for fun. Ist zwar echt böse. Sie ist Single. Komm, ich schmeiß mich wieder an mich. Ich schmeiß mich an meine Ex-Frau ran. Flirten. Oh, Kitsuni. Beschämt. Selbstironische Unsicherheit mitteilen. Mikos Yaflob. Gorabani Shorg. Zimze Joss. Auf Wiedersehen. Oh, die klingt ja wirklich so traurig. Selbstironisch scherzen. Oh boy.
schnelle Wiedergutmachung. Shimabra Gathara Abivo. Nach Tag fragen. Erstmal so ein bisschen. Hobbys fragen. Der andere drüben heult auch die ganze Zeit. So, wie geht's dir? Du bist natürlich immer noch traurig. Oh, die Arme. Ausheulen. Die Arme. Weißt du, habe ich mich jetzt schon wieder selbst hinzugefügt? Mal ernsthaft, was würde passieren, wenn ich mich selbst als ich selbst hinzufüge? Karriere einschlagen. Dabei habe ich einen Löffel abgegeben. Tatsächlich? Technikguru. Hätte ich echt Bock weiter drauf. War ein cooler Job. So. Videospiele spielen. Spielen, komm. Er kann natürlich jetzt den Rechner erstmal nicht mehr reparieren. So. Vielleicht klappt's ja. Da bin ich gestorben, ey. Krass. Wie schnell auf einmal, hätte ich nicht gedacht. Vor allem, ich habe ja erst so einen Trank noch genommen, sodass ich nicht so schnell sterbe. So, du hast genug gezockt. So. Krass. Schlafen? Ob das klappt? Nee, klappt nicht. Dann machst du hier ein Nickerchen. So, schläfst du aber auf der Couch. Oh, die Arme. Meine arme Frau. Meine arme Frau. Alter, das hätte ich nicht gedacht. So. Ich glaube, solange sie traurig ist, kannst du mal weglegen? Sag nicht, dass der schon wieder kaputt ist. Reparier den mal. Wird schon klappen. Unwohl. Weil dreckig. Ja, ist mal was. So. Räum mal auf. Verbessern ist ja wirklich schon alles drin. Ich schau mal, dass ich mich wieder genauso hinbekomme. So. Reste nehmen und dann duschen. Ja, schlaf mal. So. So. Mal schauen, wie lange sie noch traurig ist. So. Ich glaube, sie wird jetzt auch bald älter, oder? Alter, wie oft trinkst du einen Tee oder was weiß ich? Weglegen. So. Berufstechnisch. Du musst halt echt noch Sport machen. Schon wieder was kaputt hier. Schlimm. Du musst doch heute arbeiten, ja? Kannst du mal... Nein, nicht Witze schreiben. Traueranzeige lesen. Über Gefühle blocken. So. So, pass auf. Reparieren. Warum lässt du dahinter? Aufwischen.
So. Der muss ja auch wieder Fähigkeiten kriegen. So. Hm? Mehr Auswahl? Nee, das ist noch... Programmieren üben. Alex fühlt sich unwohl, um dies zu tun. Weil? Aua. Finger eingeklemmt. Ach so. Essen für zwei. Sie ist schwanger. Sie ist schwanger. Okay. Damit hatte ich jetzt nicht gedacht. Das hatte ich jetzt echt nicht gedacht. Programmieren üben. So, du brauchst du eh für deinen Beruf. Kannst ja schon mal anfangen. Bevor du zur Arbeit musst. Gibt es jetzt eigentlich noch die Tantiemen? Laptop kaputt. Geh mal ein bisschen aufs Klo. Dann kann sie unwohl. Kann sie ein bisschen weiterspielen. Achso. Training macht ihr auch Spaß? Gut zu wissen. Trainieren. Du musst eh ein bisschen trainieren. So, er geht in die Arbeit. Ah, haben wir natürlich den Großverdiener verloren. Also mich selbst. Ich bin nicht einfach tot. Mit dem Löffel abgegeben. Ach Mist. Also ich guck mal kurz. Da. Krass. Kundenzufriedenheit. Kunden beruhigen. Nice. Leistungsverbesserung klein. Reste nehmen, sobald du nach Hause kommst. So, du. Ja, auch vielleicht mal Reste nehmen. Du musst aber erstmal aufs Klo. Das ist schon abgeschlossen. Und Reste nehmen. Mal schauen, wie lange sie traurig ist. Nein, hör auf, nicht mehr trainieren. So. Ich muss ja auch gleich in die Arbeit. Travis Scott? Nee, da muss gleich jemand arbeiten gehen. Das ist blöd. Hast du nicht gerade irgendwo Reste genommen? Oh, wir brauchen da ein Kinderzimmer. So, da geht's in die Arbeit. Wir müssten bald wieder nach Hause kommen. Schau mal. Angespannt. Stressiger Arbeitstag. Mhm. Du hast aber keine irgendwas gekriegt. Spiel spielen. Zock einfach. Live-Chat-Berater. Schauen wir mal, wie schnell wir den hochkriegen. Wir wissen ja, zocken und Ding brauchen wir. Sie wird auch morgen älter. Ah, warte mal. Wo war denn das? Hier, gell? Neu in der Stadt. Das könnten wir ja, sobald sie zu Hause ist. Machen, damit sie eben nicht älter wird. Wäre doch eine Idee, oder? Rein theoretisch wäre das voll die Idee. Angespannt. Wieso stressiger Arbeitstag? Du hast voll den guten Arbeitstag gehabt. So, pass auf. Hier. Warte mal. Insta. Großängste. Nee. Wo ist es? Zack. Ja. Und dann. Inventar. Trinken. Bist du jetzt jünger? Ja.
Guck mal. Warum hast denn er da schon wieder Geburtstag? Zack. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Habe ich leider viel zu spät gedacht. Dran gedacht. Mach mal ein Nickerchen. Ich schaff schon, dass ihr wieder zu zweit in einem Bettchen liegt. Also ich und ich. Sehr traurig. No. 10 Minuten nur noch. Die trauern. Das Trauern. Reste nehmen. Witwe ist auch nur noch ein paar Stunden. Ich glaube, dann soll sie es langsam überstanden haben. Und dann kann ich mich an meine Frau ranmachen. Oder meine Ex-Frau. Keine Ahnung. So. So. Ja, bald geht sie hoffentlich wieder gut. So, kannst du mal den Laptop reparieren? Das wäre doch mal eine Idee. Meine andere Frage, du müsstest auch schon einige Punkte haben, gell? Naja. Woher kriegt man eigentlich die Punkte hier? Hausrenovierer. 200.000, 30 Fenster. Herrenhaus, 350.000, 20 Säulen. Aha. Herrlich reich. Nicht pleite gehen, 5.000 Dollar. Erspartes haben. Erspartes besitzen, verdient haben. Ja, wir gehen mal auf das hier. Herrlich reich. Bam. Schon haben wir das erste. Das ist so eins, das sollte von alleine einfach so kommen. So, pass auf. Programmieren üben. Einfach schon mal für die Zukunft später vorüben. Alter. Reparieren. So. So. Programmieren üben. Möchtest du nicht langsam aufstehen? Essen für zwei. Sie ist ja schwanger. Also eigentlich müsste sich ja, aber ich glaube, das wird nicht in Sims drin sein. Ein bisschen zusammenreißen. Aber gut, sie kann jetzt erstmal noch ein bisschen trainieren. Rein theoretisch müssen die zwei jetzt anfangen zu flirten. Weil sie ist ja... Soweit. Ich probier's mal. Flirten. Sollte gehen. Komplimente über Aussehen. Flirten. Zweideutiges Gespräch. Nach zwei Tagen hat sie mich schon vergessen. Nur weil ich nochmal neu da bin. Schlimm. Schlimm. Und nicht aufstehen. So einfach geht es. Flirten. So, weiter geht's. Romantisch. Gestehen sich Ding zu fühlen, weißt du? Fragen, ob sie Single ist, das wissen wir. Aber können wir ja trotzdem mal fragen. Ein Kuss hauchen. So.
Achso, ich muss in die Arbeit, fällt mir gerade so ein. Ich hab vergessen, dass ich in die Arbeit muss. So. Sie ist gerade ganz entspannt, was? Ess doch die Spaghetti. Was trinkst denn du schon wieder für einen Tee? Erregendes Geplänkel. Okay. Travis? Ja, komm vorbei. Komm einfach rein. Du kennst dich ja aus. Du hast ja hier auch mal gewohnt. Du musst in einer Stunde in der Arbeit sein. Immer noch nicht auf 10. Sehr kokett. Trinkst du gerade einen Liebestrank oder was machst du? Alter. So. Ab in die Arbeit mit dir. Naja, ist ja mein zweites Ich. So. Schauen wir mal. Er muss, wenn er zu Hause ist, erstmal duschen. Kalt duschen bloß nicht. Habe ich echt den Pullover mir ausgewählt? Kann sein. Ach nee, das ist von der Arbeit her. Hm. Ja, schlaf mal. Zocken. Ja, hoffen wir mal, dass er wirklich relativ schnell hochkommt. Er wird jetzt ganz viel Programmieren üben, weil wir wissen sehr, das brauchen wir für später. Hm. Was essen? Glücklich, sie ist schwanger. Zweites Trittmester. Was heißt das? Kannst du dich mit ihm jetzt ins Bett legen? Ihr seid ja ein bisschen am Flirten. Nein, kannst du nicht. Dann mach ein Nickerchen. So. Guck, er ist ausgeschlafen. Hm, Reste nehmen. Dann kannst du jetzt schlafen gehen. So. So, sie schläft, er ist da. Und er muss natürlich auch erstmal ein bisschen zocken. Dann Sims Forever, habe ich gehört. Für den Job. Zocken für den Job, halt einfach perfekt. Das wäre perfekt für mich. Zocken für den Job. Das wäre. Besser geht's nicht. So. Die zwei sollen dann wieder ein bisschen weiter flirten. Sobald sie fertig ist. Nicht übergeben. So. Hm. Programmieren. Programmieren üben. So. So. Ihr geht's ja gut und sie hat ja Spaß dabei. Bitte ein Baby zu fühlen. Nee. Flirten. Kannst du mal fragen, ob ich Single bin? Du. So. Da. So. Ach komm. Was? Verdorbenes Essen aussortieren bei ihr? Sarpava, Yonis. Una Burr. Subi Whip. Komm. Flirten. Nibahana. Ilanis. Campini. Garza.
So, bitten Freund zu sein. Bam. So, jetzt können sie schon in ein Bettchen schlafen. Verführerisch sein. So. Dann haben wir es doch schon fast wieder. Fast so, wie es mal war. Nochmal. Hier wird geschmust. Muss nicht einer davon bald in die Arbeit? Nee, aber er muss mal aufs Klo. Du hast Hunger. Dann iss was. So. Und alles muss er kaputt machen. Alles muss er. Kann jetzt in Elternzeit gehen. In Elternzeit gehen. Ist jetzt einen Tag in Elternzeit? Bist du einen Tag nur? Bist du nur 3 Tage schwanger in dem Spiel? Was machst du? Im Internet surfen. Du. So. Komm. Nein. Nicht? Und ich habe gedacht, es klappt. Unbehagliche Begegnung. Ah, ist egal. Ihr könnt auf jeden Fall schon mal in einem Bettchen schlafen. Das ist das Wichtigste. So. Du machst... Ja, ernsthaft? Ich würde Programmieren üben sagen. Du musst zwar... Nee, nicht du. Du hast... Ach, du guck mal, du hast noch ewig Zeit. So, du bist ja eh in Elternzeit. Zweideutiges Gespräch. Eieiei. Wo packen wir denn das Kinderzimmer hin? Da will man schon was finden. Genau, ess mal was. Was machst du? Programmieren üben. Warum übst du Programmieren? Habe ich den falschen? Ja, komm. Warum nicht? So. Zusammen kochen mit mir. So, was kochen wir denn Schönes? Weiß-schwarzer Kuchen oder schwarz-weißer Kuchen? Schau mal irgendwo darunter. Sie hat ja hohe Fähigkeiten. Ein Butterhuhn. Machen wir ein Butterhuhn. Du hast genug gegessen. Sehr beschämt. Ach ja. Zurückgewiesen. Wegen abgelehnten Antrag. Ja. Essen. So. Ja, schlafen. So. Du kannst auch schlafen. Oder warte, nee, nicht schlafen. Und nicht essen. Weglegen. So, und jetzt hat schlafen. Soll es aber klappen, oder? Ja, schau mal. Funktioniert ja. Gut verheiratet sind sie noch nicht, die zwei. Ah, das kriegen wir auch noch hin.
Wollen die auch nicht, dass meine ehemalige Frau und zukünftige Frau, ich bin der Klon sozusagen, alleine Mutter ist. Alleinerziehend, weil ich einfach einen Löffel abgegeben habe. Beim Kind machen. So, ja, braucht noch ein bisschen. So. So, ihr zwei. Küssen. Rumschmusen. Na, guck mal, was hier habe ich gar nicht gesagt, dass sie machen sollen. Anmachen. Verführerisch sein. Oh, die zwei sind auch putzig. So. Zuneigung ausdrücken. Kokett ärgern. Wo gehst du hin? Ach, du gehst was essen. So. Sehr kokett. Auch sehr kokett. Eigentlich müssen die zwei jetzt ein bisschen rumflirten. Wegwerfen. Leidenschaftlich küssen. So. So. Komm, ey, Blinden. Wieso bist du jetzt konzentriert? Nach einem Bindungstermin fragen. Wann ist denn der? Was für eine andere Frage. Flirten. Komm, wir machen auch mal was Freundliches. Bewunderung ausdrücken. Bitte nur Freunde zu sein. Kennenlernen. Okay, geh halt einfach weg. Okay. Achso, reparier mal. So. Dann, pass auf, programmieren. Programmieren üben. Und du bist inspiriert. Du kannst auch noch ein bisschen... Achso, du bist schwanger, du kannst nicht trainieren. Wann ist denn der Entbindungstermin? Aktion Baby kriegen. Press es einfach raus. Einfach rauspressen. Einfach raus damit. So. Jetzt gucke ich mal kurz bei jemandem nach, wie es da ausschaut. Okay. Ist auf jeden Fall am Zocken gerade, aber nicht am dem. Okay. Lassen wir es mal so. Sehr konzentriert. Was machst du? Verwenden, habe ich gehört. So. Haben wir eigentlich immer noch einen Service fürs Haus? Reinigung, ja, haben wir. Reinigungsservice haben wir noch. Okay. Rechnungsinfo will ich tatsächlich. Wie mache ich das hier? Strom und Wasser und sowas? Unbezahlte Rechnung. Oh, wir haben eine. Wird bezahl mal die unbezahlte. Wo ist die? Also wir haben keine Rechnung da anscheinend gerade. Aber wie machen wir Strom und Wasser? Mal ernsthaft, mal so, das war die Frage. Strom. Was?
Kein Strom, keine Küche. Wie kann man denn Strom produzieren? Irgendwas muss es ja geben, um Strom zu produzieren. Rein theoretisch. Hä? Ach so. Ach, das war das alles, was er im Inventar hatte, oder wie? Ah, stimmt, das wird das gewesen sein, was er alles im Inventar hatte. Und was wir da alles noch haben? Rein theoretisch muss ich das auch irgendwie wieder ins Inventar nehmen, oder? Ich leg mal die Bücher her. Ah, das kann man nur hinstellen. Schade. Dann stellen wir es dahin. Bam. Zack. Muss ich das jetzt alles hier? Oder ist das dann auch so im Inventar? Nur mal die Frage halt. Ich leg das jetzt alles mal daher. Ich weiß es nicht. Gut, ich könnte es verkaufen, aber was bringt mir das? Dann kaufe ich es wieder. Also lege ich es her. Ich pflaster einmal hier den ganzen Boden zu damit. So. Ganzen Tuning-Teile. Könnte ein bisschen dauern. Könnte echt ein bisschen dauern. So. Und das Bild finden wir auch ein Plätzchen noch. Oh. Das sammle ich dann ein. So, und wo kriegen wir das Bildchen hin? Ach, das ist kein... Ach, das ist ein Teppich. Oh, dann machen wir es hier. So. Aber trotzdem. Weil da heißt ja so Strom produzieren und so Zeug. Wo können wir es? Können wir sowas? Dachmuster. Also bestimmt nicht hier irgendwie so am Dach. Also rein theoretisch, ich hätte jetzt an Solarzellen oder irgend sowas gedacht. Das könnte ich mal schauen. Solar. Nee. Strom. Aber finde ich auch cool, dass es so vorgefertigte Räumchen gibt. Aber warum das unter Strom gefunden wird? Kein Strom in der Küche. Strom. Textsuche für Strom. Kein Ergebnis. Okay. Du hast ja gerade eh nichts zu tun. Was hältst du denn davon, wenn du das hier alles mal nimmst? Könnte jetzt ein bisschen dauern. Warteschlange voll. So. So. Arbeiten wir uns mal durch.
So. So, zack. Zack. Und ist es dann... Warte mal, jetzt will ich auch mal kurz gucken. Nicht, dass ich wieder in das Inventar hier runterkam. Nö, das ist jetzt im Charakter-Inventar. Ich weiß halt nicht, ob der dann damit was tunen kann, dann, wenn es in dem anderen Inventar drin ist. Weißt du? Deswegen... Wir haben ja noch ein paar Tuning-Objekte. So. Die Wehen haben eingesetzt. Schlafen. Was machst du? Keine Panik. Keine Panik, das sind die Wehen. Ganz normal. Das ist was Gutes, da brauchst du keine Panik haben. So. Aber ich sehe halt wirklich aus schon wie so ein Rohr mit so einem Schieber. Finde ich irgendwie cool. So. Gleich haben wir's. Na, jetzt. Ich krieg das nicht angeklickt. So. So, zack. Zack. Jetzt haben wir hier noch zwei Rohrstückchen liegen. Ja. Komm, das haben wir gleich. Dann kannst du pinkeln gehen. So. Gut, für den Beruf. Halt ihn nur zocken wieder. Ich würde tatsächlich wieder den gleichen Weg gehen. Die Post wurde zugestellt. Ah, guck mal. Rechnung bezahlen. Aber wie... Das mit dem Strom verstehe ich noch nicht. Bücher aufräumen. So. Das verstehe ich noch nicht. Wie kannst du Strom... machen? Wie kannst du das machen? Ein Baby ist unterwegs. Es ist ein Mädchen. Nennen wir einfach Vorname. Vorname? Nee, es ist ein Mädchen. Ich bin in sowas ganz schlecht. Julia, kommt Julia. Wir nehmen sie. Julia. Julia Holiday. Das ist doch was. So, ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Ich glaube, wir müssen die Windel wechseln. Müssen wir die Windel wechseln? Ich weiß es nicht. Ja, komm vorbei, Travis. Füttern. An die Brust nehmen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das Baby hatte Hunger gehabt. Okay. Aber Frauchen hat auch Hunger. Nicht nur das Baby, da schläft's. Können wir es irgendwo anders dahinstellen, vielleicht so? So, da raus. Hier so, im Garten. Ich glaube, die Musik wusste, was ich vorhab, deswegen war es so dramatisch erstmal. Was hast du denn jetzt schon wieder? Jetzt ist die Windel voll. Schmutzige Windel wechseln. Hör auf, so viel Kaffee zu trinken. Oder Tee. Schaukeln. Kümmere dich um dein Kind. Da schläft's. Alter, die ganze Zeit. Ihr müsst platzen, die Frau.
Liebkosen. Älter werden. Kindersitter-Service engagieren. Ich kann jetzt schon älter werden lassen? Hüpfen. Ich glaube, dem Kind geht's gut. Ich glaube, Julia geht's gut. So, du kannst jetzt wieder ein bisschen trainieren. Du musst ja auch bald wieder in die Arbeit. Wobei ich echt überlege, ob ich so ein Ding mache. So, pass auf. Du machst mal Essen. Du hast Hunger. So. Dann machst du mal ein Nickerchen. Er fühlt sich unwohl. Ja, er macht ein Nickerchen. Das geht dann schon. So. Wieso kann ich dem Kind jetzt schon sagen, dass es älter werden kann? Grimassen schneiden. Liebkosen, reden. Schaukeln. Hat es Hunger? Ich weiß es nicht. Woran sieht man einem Kind, dass es Hunger hat? Energie geladen. Ja, dann hier. Bam. Trainier. So, jetzt bist du mal ein bisschen dran hier, um das Kind kümmern. Schaukeln. Reden. Liebkosen. So. Darfst du auch mal ein bisschen mit dem Kind schmusen hier. Hüpfen. Anknurren. Warum anknurren? Okay, schmutzige Windeln wechseln. Hör drauf, hier die ganze Zeit eins zu saufen. Schau mal, wie viele Dinger da stehen. Das wäre typisch ich. Das Kind weint und ich habe keine Ahnung warum. Du, Mama, ich glaub, ich glaub. Da geht's dem Kind wieder gut. Ich glaub, das war richtig. Alter, warum machen die sich die ganze Zeit da was in den Mixer? Ich verkaufe den Mixer gleich. Guck mal her. Ich verkaufe den Mixer. Ehrlich? Die machen nur Blödsinn damit die ganze Zeit. So, weg damit. $2? Der war mal teurer als $2. Bei Tee getrunken. Ja, räumen wir mal auf. Geh auch mal schlafen. So. So, Jungs, Mädels, ich würde sagen, wir speichern jetzt. Wir speichern. Und mal schauen, vielleicht zocke ich noch ein bisschen für mich weiter. Gucken wir mal. Aber ich gehe jetzt erstmal schön, ich esse jetzt erstmal schön was.